Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Minecraft WG mit der bezaubernden Shizuka. Hallöchen. Der wundervollen Ria. Hallo. Dem geilen Meef Steve. Ja, hallo. Den Kacknoob Weathermoon. Nein. Dem begeisterten. Den. Den jetzt hat er sich selber rausgebracht. Den super Reiseführer, ja, das muss man ja mal ehrlich sagen. Der auf der Gamescom, der hatte Ahnung. Ja. Dem orientierten Brother Moon. Den orientierten, Alter, mein Gott, ey. Orientierungstage buchen Sie auch noch heute. Okay, ich bin zum falschen Wegpunkt gelaufen. Scheiße. Hier mal Modifier Core. Ach so. Na dann. Was will keiner schlafen, Mief, was? Liegt er im Bett? Zweimal hat er es versucht. Modifier Core, der da. Oh, da brauche ich ja noch mehr Clearglas für. Ach du Scheiße. Und Eisenblöcke. Blöcke? Ich glaube, ich. Au. Mann, ey. Ja. Viel Spaß. Hab ich. Keiner hat so viel Spaß wie ich. Das? Oh, hab ich Spaß. Creeper. Oh, ein Creeper, hab ich Spaß. Eier. Was? Eier von Hühnern. So. Ja. Jetzt? Ja, nichts. So. Dachte. Ich brauche wie viele Blöcke? Weiß. Vier. Gut, dass ich mehr Eis mitgenommen habe bei Pain. Es hat genau gereicht. Oh, auf das Eisenfahren genau. Immer wieder gerne. Oh Mann. So, das haben wir. Alle Gamescom-Kranke. Ich fall vor so vielen Leuten, die von auf der Gamescom waren, dass sie am Kränkeln sind. Ja, ja, und ich so, weißt du, ich war jeden Tag da, bin um 5 Uhr aufgestanden, bin sogar nach der Gamescom noch arbeiten gegangen. Du weißt schon, wir ekeln sich halt auch von manchen Dingen. Ah, der hat gesessen. Der hat ziemlich hart gesessen. Ich würde sagen, nice one. Shots has been fired. Wir brauchen einen Sanitäter. Ich glaube, Pain ist kaputt. Hilfe, Pain ist kaputt. Ich glaube, wir brauchen einen Sanitäter, Jungs. Mädels. Der Pain ist im Eimer, im Eimer. Lieber Rainer. Oh, scheiße, geh weg, Krieger. Im Eimer ist der Pain. Au. Was macht der Pain im Eimer, im Eimer? Reinkotzen? Ah, jetzt bist du aber hier, ne? Creeper hier. Creeper. Was ist das denn hier? Warum weißt du, was eine lustige Idee wäre? Was denn? Ein Creeper im Haus explodieren zu lassen. Nein. Doch, das wäre eine lustige Idee. Das wäre saulustig. Solange es nicht in unserem Gemeinschaftshaus ist. Doch, das meine ich ja. Nein, dann aber auf der Seite, die wo verbaut ist. Dann hat er weniger Arbeit zum Abbauen. Nee, auf der Seite, wo er schon fertig gebaut hat, damit hat er es von vorne. Die Berliner Flughafenseite, bitte. Darf man eigentlich Witze? Also gibt es rechtlich? Nein, Witze machen darf man nicht. Witzen verboten, was? Witze sind verboten. Hört auf zu lachen. Zensur. Ja, Creeper. Lalalala, Zensur. Jetzt habe ich vollends meine Orientierung verloren. Ja, aber so richtig. Ja, weil auf der Karte. Das ist ja blau. Rot. Das ist ja geil. Oh, das ist ja blau. Oh, das ist ja geil. Kann man aus diesem Blau irgendwie Freunde machen? Nee, das geht natürlich nicht. Freunde? Ach, Freunde. Komm, fickt euch. Kann man aus diesem Blau Freunde machen? Nee, natürlich nicht. Tschüss. 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 Was? Au. Jo, und jetzt? Das nicht. Schade. Brauchst du eigentlich jetzt noch Sand? Nein. Aber danke, dass du mir mitgebracht hast. Ich behalte ihn einfach. Okay.
Wenigstens sieht man deinen Turm gut. Ja, gut, ne? Besser als die Wegpunkte. Ja. Das finde ich allerdings auch. Ach, von hier komme ich her. Interessant. Und raus vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, die Fanta ist leer. Überall auf den Tisch. Jetzt schöne Schleife, die ich gelaufen bin. Jetzt darfst du aber auch alle anderen Namen sagen, damit es nicht als Werbung durchgeht. Mir doch egal. Dann geht es halt als Werbung durch. Nein, ich werde davon nicht bezahlt. Kann ich auch das sagen? Ja, ne? Das geht auch. Ist jetzt werbeunfreundlich oder werbefreundlich, dass du Werbung machst? Das ist dann werbeunfreundlich, weil dann bestimme ich ja, was für Werbung ich mache. Und das geht natürlich für, aus YouTube-Sicht überhaupt nicht. Oh. Demonetized. Hm. Wollen bei euch eigentlich schon Videos demonetized? Yep. Ich monetarisiere nicht, also keine Ahnung. Drei Viertel meines Contents. Echt? Wo kann ich das eigentlich nachschauen? In deinem Video-Manager. Müsst ihr ja nicht eine E-Mail dafür kriegen? Puh, weiß ich, wo meine E-Mails hingehen, an welchen E-Mail-Account. Kriegst du eine E-Mail dafür. Wow. Ja, also früher war es ja so, wenn du zum Beispiel so Claims oder wenn irgendwas war, dann hast du halt eine Mail gekriegt. Früher, da war YouTube aber auch gut. So, ich gehe mal in den Videomanager, ja, und dann, was drücke ich Hallo, dann? Hallo, liebes YouTube. Im Videomanager müsstest du eigentlich sehen. Oh ja, es ist deine Videos dann drin, in deiner Videoliste nochmal auch. Ja, auf der ersten Seite ist alles grün. Ja, dann ist alles gut. Dann ist halt Glück. Ach, joa, ja, mei. Du kannst auch theoretisch noch 40 Seiten hinten gehen, wenn du Langeweile hast, aber... Ach, meine 30 Cent, die ich dadurch verdiene. Jawohl. Yeah. Wie gesagt, ich monetarisiere gar nicht. Hab da keinen Bock drauf. Scheiße, hier schon wieder, ey. Ja, ich bin ja auch nicht zum Glück abhängig davon. Ist halt scheiße, echt für so Leute, die halt das beruflich machen und dann ich halt. Ich habe einen Erfolg erzählt. Kacke. Ja, aber Leute, die halt das beruflich machen, haben eigentlich damit rechnen müssen, dass es mal auch nicht gut laufen kann. Das sollte eigentlich jedem klar sein, der so einen Beruf macht. Das ist genauso für einen Twitch-Partner. Das kann auch mal gut laufen, das kann mal schlecht laufen. Und im Sommer ist auch schwierig, weil du im Sommer dann weniger Einnahmen hast, weil Sommer halt, ne? Das musst du alles mit einkalkulieren. Will die Partei zufällig den Sommer abschaffen? Keine Ahnung, frag mal nach. Die Antworten auf Twitter. Welche Kabel sind für RF? Bitte? Warte, RF hab ich doch, oder? Ja, ich jetzt auch. Ich hab die Energy Conduit. Nur ein bisschen mehr Strom hergestellt als du. Die NDIO Kabel. Energie Conduit von NDIO, oder was? NDIO, ja. NDIO. Ich bin zu blöd. Wenn du sagst. Conduit. Da kommst du jetzt erst drauf? Ich hab nur ME-Conduit gefunden. Man kann hier nichts Normales sagen, ne? Ohne dass man direkt irgendwie Pew. Die heißt noch anders, die heißt noch nicht Conduit. Nee, Schatz feiert, 24-7. Die heißen noch nicht Conduit, erzähl mir doch keinen. Doch? Doch, die heißen Conduit. Wir benennen uns auch sofort um in Schatz feiert. Wenn ich Conduit suche, dann finde ich nur. Schreibst du das auch richtig? Ja, ich finde ja Conduits. ME-Conduits. Energy Conduit. Ja, wahrscheinlich heißen die bei mir anders, weil ich auf Deutsch umgestellt habe. Energie. Ich stelle jetzt meine Sprache wieder um. Ich spreche meine Sprache wieder um. Das wollten die. Dann findest du den. Ja, das wollten eh schon wieder alle haben. Englisch aus Neuseeland oder Englisch aus US? US. Oder Australien. Bin gespannt, ob es ein Spiel das aushält oder crasht. Es crasht natürlich. Jetzt habe ich drauf geklickt. Jetzt geht gar nichts mehr. Jo. Das dauert jetzt erstmal ein bisschen. Jetzt singe ich ein Lied. Ich habe das schon mal live in der Folge umgestellt. Jetzt, ja, hast du. Wenn ich live in der Folge wieder zurück, ist doch gut. Na, wenn schon, denn schon, ne? Ja, die Leute wollten das aber auch haben. Das Problem ist, weil mit den meisten Wikis und sowas ist das einfach komfortabler. Ja, ja. Gott. Ja, verreck doch! Guten Morgen! Atmen nicht vergessen. Nach dem Kotzen sollst du atmen. Was? Ich habe heute in einem klimatisierten Raum gesessen. Fehler Nummer 1. Der war runtergekühlt auf 18 Grad. Da Fehler Nummer 2. Und ich habe geschwitzt ohne Ende, einfach weil ich krank bin. Fehler Nummer 3. Ja. Gut. Oh. Schwitzen auf Arbeit, so weit kommst du noch. Warte, hör auf zu schwitzen. Das stimmt. Vor allem, du ziehst halt auch immer schwarz an, ne? Das ist halt die Farbe. Ich hab auch immer schwarz an. Das ist halt die Farbe. Nicht so lange wie ich, Mief. Das stimmt. Das wird sich halt auch nicht ändern, dass der was anderes als schwarz anzieht. Richtig. Ja,
So, ich bin auf Englisch. Schwarz ist halt die Farbe, die am geilsten ist, ja, hast recht. Ja, ja, die ist zwar am geilsten, ja, aber was von Hitze her halt komplett kaputt. Wenn es wirklich heiß ist, ist es scheißegal. Der einzige Unterschied, den du merkst, ist, wenn du halt direkt in der Sonne stehst. Aber wenn du im Schatten stehst, dann spielt es echt keine Rolle, was du anhast. Es ist einfach scheißegal. Placebo, Placebo. Aber wenn du so abhängig davon bist. Ich trage tatsächlich sehr, sehr oft nur weiß. Travel Day. Ja, außer halt auf der Gamescom, da musste ich, ich konnte halt schlecht, als mir das GameStar-T-Shirt gegeben haben, konnte ich halt schlecht sagen, nö, ich komme jetzt trotzdem immer nur in weiß. Ich kenne jemanden, der war auf der Gamescom, der hat gedacht, der kriegt ein Gamescom-T-Shirt umsonst. Das war eine so awkward Situation, ja. Bitte vergiss du das für den Rest deines Lebens, ja. Das war richtig peinlich. Das war richtig. Erzähl das nicht, ja. Ich spreche den Kontakt zu. Nein. Niemals okay. Würde ich erzählen, wie Payne an den Stand nach dem T-Shirt fragen. Und derjenige dann Geld von ihm haben wollte und Payne ganz erschrocken guckt, dass es Geld kostet. Das werde ich niemals erzählen, Payne. Keine Sorge. Kannst du deinen eigenen Tickets nächstes Jahr suchen? Es ist kein Problem. Ich hab doch gesagt, ich erzähl das nicht. Also, was willst du denn jetzt noch mehr? Das war so awkward. Oh, es standen halt auch keine Preise, Alter. Und ich dachte so, hä? Schon überall holt ihr dein Gamescom-T-Shirt. Und ich so, hä? Gamescom-T-Shirts haben aber schon immer gekostet. Ja, was weißt du denn? Ja, wie viel die mit der Gamescom verdienen? Ja, das will ich gar nicht erst wissen. Zu viel. Hast du Sand für mich? Die Hälfte davon müssen Sand mich abdrücken. Für dich habe ich jetzt nichts mehr. Jetzt auf einmal willst du Sand, oder was? Ja, klar. Wir hatten. Hast du auch Gravel? Zufällig? Ich glaube, wir haben so ziemlich das meiste aufgebraucht für die Schmelze, ne? Achso. Was ist denn das jetzt schon wieder für. Achso. Also Sand kann ich dir auf jeden Fall geben. Ich bin da, hinter dir. Ja, Moment. Was macht die denn hier drin? Aha, mhm. Hi. Erstmal eine Möhre essen. Ich bin auch gerade auf der Suche nach was Essbarem. Ja, ja, bei mir wird wieder nach Essen gesucht. Wie immer. Natürlich. Danke. Gut, dass ich die Öfen ja gespickt habe mit Essen. Sand. Ne? Da liegt Sand. Ich habe doch ein Stack hingelegt. Ja, habe ich. Hast du jetzt noch Gravel? Gravel wäre geil. Hast du Gravel? Gravel wäre richtig geil. Ich habe, glaube ich, nur eins Gravel mitgenommen. Weißt du, wie kriegst du jetzt Gravel? Warte mal. Ravel. Ja, es ist nur eins. Kann man das irgendwie herstellen? Sackmill. Alles klar, ich baue eine Sackmill. Ich glaube, das hatten wir doch schon mal, oder? Ich hab ne Sackmill. Echt? Darfst du aber nicht benutzen. Aber will ich dir jetzt? Na, kannst du mir machen. Wo die abbauen, bei mir hinstellen. Das wäre richtig dreist. Ich habe aber mehr Strom dazu, deswegen. Wie viel hast du? Warte, ich guck gleich, muss ich da rausrennen. Ich kann es dir gleich sagen. Kannst dir gleich sagen. Erdbeere. Oh. Kommt denn die hier? Wächst die unter der Erde? Weiß ich nicht. Ich habe. Oh, zugebaut. Ich habe 7,2k pro Kick. Pro Tick. Ich habe sogar Hasenfleisch. 7,2k RF pro Tick. Nein, ich meine wie? Wie? Na, wie kriegst Pflanzen du so viel? Nee. Komm, ich hab Pflanzen nicht? Da. Was hast du gemacht? Ich hab eine Maschine gebaut. Was hast du denn für eine gebaut? Eine. Fantastische. Allerdings habe ich den Strom auch nur tagsüber, nachts nicht. Ach, das Solarzeug. Aber es reicht ja. Die beste Stromquelle, die es gibt. Ja. Wenn man Speicherzellen hat, warum nicht? Ja, die Speicherzellen ist dann das nächste, was ich bauen muss irgendwann mal. Ich weiß immer noch nicht, was das hier für ein Glaskäfig wird, aber die Steine sehen cool aus. Hm. Da will ich doch Zeug anpflanzen. Ich brauche jetzt trotzdem Gravel noch. Ach, ich baue erstmal Gravel, dann kann ich mir Sackmill bauen. Ach, ja jemine, wo krieg ich denn jetzt Gravel her? Gravel. Guck mal bei mir. Her. Ah, jetzt willst du mir wieder das geben, ne? Weil jetzt denkst du, der Strom. Ich könnte seinen Strom gebrauchen. Ne? Nutzen aus der Sache ziehen, ja. Unglaublich. Ich hab Gravel gefunden. Pff, so. Ja, aber ich habe mir den Strom extra mittig platziert, damit wir alle dran können, also. Nee, dann fühle ich mich auch endlich mal nützlich in meinem Leben. Hey, du bist nützlich. Oh. Digga, da muss ja ein schlechtes Beispiel dienen. Shots fired. Aber heute, ne? Punkt für mich heute jetzt, oder? Ne? Punkt. Der Punkt geht da nicht. Ganz klar.
Das können wir auch machen. Wir können uns einfach ewig beleidigen und dann den Zuschauer bewerten lassen, wer dann am meisten Punkte gemacht hat in der Folge. Jo, machen wir. Das wäre mal, das wäre doch mal. Naja. Gelten Selbstdiss? Nein. Dann würdest du ja gewinnen, das wäre peinlich. Da kriegst du Punktabzug für einen Selbstdiss. Und für eine Steilvorlage auch. Kombo-Bonus. Dann geht Carsten hier mit minus 40 Punkten raus. Pro Folge. Naja, aber auf jeden Fall werden wir das auch erst nächstes Mal feststellen, ne? Ja, richtig. Ja. Wie wir alles in der nächsten Folge feststellen werden und nichts davon versprechen werden. Aber schaltet auch dann morgen wieder ein, wenn es heißt, ihr wisst sowieso nicht, was wir machen. Hä? Tschüss! Tschüss!